Und wir blicken jetzt auf die Themen von diesem Tag. Herzlich willkommen am Samstag zu Brisant. Und wir starten mit den Winterfolgen auf den Straßen. Frühling ist in Sicht, das darf ich Ihnen schon sagen. Nächste Woche soll es tatsächlich deutlich wärmer werden. Aber vorher packt uns der Winter nochmal an diesem Wochenende. Leider eben auch mit den Folgen auf den Straßen. Es gab eine ganze Reihe an Unfällen. Die Polizei hatte zeitgleich an mehreren Orten zu tun und auch Rettungsflieger waren im Einsatz. Reden wir über was Erfreuliches zum Wochenende, denn möglicherweise sollten Sie heute Ihr Glück einfach nochmal herausfordern und es könnte sich tatsächlich lohnen, denn heute ist Welttag des Glücks, ja, sowas gibt es. Und wir haben uns mal umgehört, was ist denn für Sie Glück? Antworten später hier bei uns in der Sendung. Wir haben nochmal wintersportlich für Sie, Kiten bei Minus. Heute ist ein besonderer Tag und möglicherweise wäre heute ein geschickter Tag, mal Lotto zu spielen. Es ist nämlich internationaler Tag des Glücks. Ja, aber was sage ich? Geld ist ja eigentlich nicht alles. Vielmehr sollten einen ja andere Dinge glücklich machen, was in diesen Corona-Zeiten nicht immer nur für alle leicht ist. Aber Glücksforscher sagen, gerade jetzt sollte man an der eigenen Schraube mal ein bisschen drehen und dem eigenen Glück auf die Sprünge helfen. Wir versuchen mal zu sagen, wie es gehen könnte. Genau, den Gedanken kann man noch ein bisschen nachdenken. Wir machen weiter mit Nachrichten jetzt vom Tage. Eine Sauna zu Hause ist ja ein Traum, wenn alles gut läuft. In diesem Fall endete es alles aber in einem Albtraum. Folgendes haben wir gehört und uns gewundert. Eine Frau schläft seit Monaten draußen auf einer Hängematte. Wir haben uns gefragt, wer tut sowas und warum? Ist es drinnen zu warm? Schnarcht der Mann vielleicht zu laut oder... Was könnte der Grund sein, warum man nachts auszieht? Und wir haben diese Frau einfach mal besucht. In Niedersachsen wohnt sie und mal eine Nacht mitgemacht. Und wir haben sehr Spannendes erfahren zum Thema guter Schlaf. So, wir haben beeindruckende Bilder. Vulkane haben ja immer etwas sehr Ursprüngliches, vielleicht auch, weil sie uns zeigen, wie gewaltig die Natur eben sein kann und wir dagegen doch ziemlich klein. Dieser Vulkan hier, der steht in Island und der hat einen schwierigen Namen, Fragradalsjattaval und so ähnlich, also mein Isländisch ist schlecht. Nun wurde er länger beobachtet und nun spuckt er seit gestern Feuriges durch die Luft, ziemlich viel. Und er erinnert damals an den anderen Vulkan, der auch so einen unaussprechlichen Namen hatte in Island, der es vor ein paar Jahren sogar schaffte, den europäischen Flugverkehr ganz lahmzulegen. Ja, möglicherweise fühlt sich ja der ein oder andere jetzt angesteckt. Wir gucken auf die Prominenz an diesem Samstag. Da sind wir bei Justin Bieber. Der hat Ärger. Brad Pitt noch viel mehr. Und Britney Spears möchte gern mal was klarstellen. All das also jetzt brisant prominent. So, die starken Brüder heute Abend, aber sie haben ja auch starke Konkurrenz, haben Sie gesehen. Kai Pflaume mit Klein gegen Groß heute Abend 20:15 Uhr. Wir morgen wieder 17 Uhr. Tschüss.